So Leute, zurück auf der Normandy bei Mass Effect und wir haben jetzt letztes Mal was Interessantes über diese Schwester der Nasana Dantius herausgefunden. Allerdings werden wir sie erst da ein bisschen später damit konfrontieren, denn wir sind hier ins Makedon-System gesprungen und der erste Planet war es gleich, also durchsuchen wir noch die anderen Planeten. Porolan, den kann ich erkunden. Materialien in Schrift entdeckt. Beim Scannen des Planeten Polorlan haben sie ein seltsames Signal aus dem Orbit empfangen. Navigator Presley konnte das Signal bis zu einem uralten Sender zurückverfolgen. Ihr Bergungsteam brachte den Sender an Bord und fand in einem Staufach eine der Schriften der Materialien Dilinaga. Okay, die Dilinaga hat wohl mehrere Schriften. Rauszoomen. Ich gehe mal auf Verlassen statt auf Herauszoomen. Das kennt ihr ja schon. Patavik können wir nichts machen. Dann durchsuchen wir mal grob diesen Asteroidenring. Da ist vielleicht auch nichts. Und Fargeluse. Erkunden. Gasvorkommen entdeckt. Mittels Orbitscans haben sie ein großes Vorkommen an Xenon entdeckt. Auch schön. Gut, nachdem wir Makedon gescannt haben, scannen wir jetzt noch Athen. Ich glaube, da waren wir noch nicht in Athen. Aha. Salamis ist nicht zu suchen, zu finden. Proteus können wir erkunden. Gasvorkommen entdeckt. Auf Proteus gibt es große Mengen von Sauerstoff natürlich. Ja, sehr schön. Wieder den Ring oder den Asteroidengürtel. Da ist mal nix. Dann haben wir hier Nausicaa mit Doppel-A. Da Nausicaa gibt es nichts. Dann haben wir Alt, da oben war da. Circe können wir erkunden. Gasvorkommen entdeckt. Helium 3 in diesem Fall. Was auch immer Helium 3 ist. Und Pharos. Der Turm von Pharos. Erkunden. Turianische Insignien gefunden. Beim Scannen des Planeten Pharos haben sie eine verlassene Basis auf dem Mond des Planeten entdeckt. Das Aufklärungsteam fand keine wertvollen Objekte, aber viele der Trümmer waren mit den Insignien der Magna-Kolonie gekennzeichnet. Okay. Da ich mir nicht sicher bin, mache ich noch einen kleinen Abstecher nach Knossos. Weil ich eben nicht weiß, ob ich nach Therum da alles mal abgescannt habe. Scannen wir das auch noch ab. Phaistos. Therum. Zakros, an Zakros erinnere ich mich nicht. Auf Zakros gibt es aber auch nichts. Dann haben wir noch hier einen Planeten. Armeni gibt es auch nichts. Im Asteroidengürtel. Der äußere. Ich mache mal einen kleinen Abstecher hier gleich nach Archanes. Archanes können wir erkunden. Gasvorkommen entdeckt. Stickstoff. Jawohl. Ich glaube, da ist nix. Ich glaube, den inneren haben wir schon. Nein, den haben wir noch nicht. Metallhaltiger Asteroid. Ein metallischer Asteroid. Radius 125 Kilometer. Das ist ja interessant herauszufinden. So, dann haben wir hier jetzt wohl alles im Artemis Tau abgesucht. Dann fliegen wir jetzt mal als nächstes zur Citadel und konfrontieren die Nasana Dantius mit dem Umstand, dass ihre Schwester eine Sklavenhändler-Anführerin war. Wahrscheinlich, weil wir die schon erledigt haben. Und wir können dann auch gleich nach unserem Fan nochmal Ausschau halten. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der schon wieder da ist. Also
Die Nassana, das werden wir per Schnellreise machen. Also den Conrad, den lassen wir dieses Mal aus. Den suchen wir mal später mal nach ihm nochmal. Wir wollen ja vorankommen. Inhalt wird gespeichert und dann steht die ganze Konsole. Und ich nehme wieder die Liara mit und in dem Fall nehme ich mal den Kaidan mit. Weil die Liara ist ja auch eine Asari und vielleicht ist die uns da ganz nützlich mit dieser Nassana Dantius. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Sehr schön. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Sehr schön. Ja. Jetzt stimmt die Ansage. Wie? Kann ich nicht auf die Citadel? Doch. Ja. Dachte schon, die machen die Tür nicht mehr auf für mich. Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Das kann man ja irgendwo auch verstehen. Tja, so. Dann fahren wir ins Präsidium zu den Botschaften. Denn wir wollen ja in diese Lounge zurück zur Nassana. Sie sind bei den Präsidiumsbotschaften angekommen. Genau da, wo ich hin wollte. Nassana. Und Shepard? Haben Sie meine Schwester gefunden? Ich habe sie gefunden. Dahlia ist tot. Und ich weiß, dass sie erpresst hat. So kommt die Wahrheit ans Licht. Genau. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Sie verstehen doch gewiss, warum ich Sie belogen habe, nicht wahr? Wenn man herausgefunden hätte, dass meine Schwester eine Kriminelle ist, wäre ich als Sicherheitsrisiko eingestuft worden. Bis zu ihrer Festnahme hätten sie mir meine Sicherheitsbescheinigung weggenommen oder mich in Zwangsurlaub geschickt. Darum habe ich sie in die Irre geführt. Ich konnte nicht riskieren, dass sie mich bloßstellen. Aber nun ist das kein Problem mehr. Sie hätten nicht lügen dürfen. Ich hätte ihnen geholfen, wenn sie mir die Wahrheit gesagt hätten. Vielleicht haben sie recht. Es tut mir leid. In meiner Familie vertrauen wir anderen nicht gerade schnell. Offensichtlich. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Ihnen eine Kleinigkeit auf Ihr Konto überweisen. Sie werden gewiss zufrieden sein. Ich weiß was Besseres. Sie sind eine aufstrebende Diplomatin. Es könnte für Sie irgendwann nützlich sein, dass Ihnen ein Spectre einen Gefallen schuldet. Sie haben recht. Credits kann jeder aufbringen. Aber ich bin die Einzige, die Sie autorisieren kann, Asari-Mod-Prototypen zu kaufen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Liste der bevorzugten Kunden unseres Herstellers kommen. Sie werden das, was er anzubieten hat, gewiss sehr interessant finden. Leben Sie wohl, Shepard. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Okay, und wo, Stufenaufstieg. Und wo, finde ich den Typen? Vielen Dank für Ihre Hilfe, Shepard. Beachtlich. Natur und Technologie auf so elegante Weise miteinander kombiniert. Ganz schön riesig. Tja, ganz schön riesig. Alles klar, dann sind wir auf der Citadel auch schon wieder fertig. Also, jetzt müssen wir mal gucken in die Nebenmissionen. Ich werde jetzt mal ein paar Nebenmissionen ja machen. Was wir denn sonst so haben.
NES-Piraten. Ein Mann namens Garrod hat sie gebeten. Genau, das ist der Garrod. Ins Strenus-System. Wir gehen Pferdekopfnebel Strenus. Okay, da gehen wir jetzt als nächstes hin. Ins Strenus. Weil der Garrod, der ist ja an derselben Ecke, wo der Kahoku ist. Und ich meine, der Kahoku hat zwar gesagt, er muss untertauchen, aber vielleicht können wir nochmal mit ihm reden. Aber als nächstes fliegen wir zum Pferdekopfnebel. Bezirke, Citadel, Sicherheit. Tja, immer wieder eine schöne Aussicht. Inhalt wird gespeichert. Aufzug wird geöffnet. Und die rasante Fahrt beginnt. Außerdem leugnet Exogeny noch immer Berichte, dass eines ihrer Erkundungsteams im Hades-Gamma-Cluster verschwunden ist. Als wir uns erkundigten, warum die Kommunikation zum Erkundungsteam plötzlich abbrach, verweigerten Firmenvertreter jeden Kommentar. Hm. Okay, das heißt, vielleicht war das jetzt wieder eine neue Mission, die wir gekriegt haben. Weiß nicht. Ja, also ich werde jetzt erstmal hier ein paar Nebenmissionen machen, damit wir da ein bisschen aufräumen und uns dann nach Noveria begeben können. Und dann müssen wir auch noch Wurmeier machen. Und irgendwie ist das alles ziemlich stressig hier mit diesen Haufen Missionen. Und im Galopp auf die Normen. Im Galopp. Sehr lustig. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Im Grunde auch eine coole Sequenz, aber die dauert mir ein bisschen zu lange. Aber an sich richtig cool gemacht, finde ich. Aber naja. So, da Logbuch. Sind wir da. Kommandant ist an Land gegangen. Nein, ist er nicht. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ist er nicht. Und hat er nicht. Ich bin an Land, an Bord gegangen. Also, ich muss in den Pferdekopfnebel ins Stranus-System. Okay. Wo ist denn der Pferdekopf? Da ist der Pferdekopfnebel. Oh, und der ist gleich in der Nähe von Noveria. Pax. Da will ich nicht hin. Strenus heißt Strenus. Dahin will ich ins Strenus-System. Oh, ich glaube, ich habe ja sogar einen Stufenaufstieg, den ich noch nicht gehandelt habe. Oh. Oh, ich sag ja, es ist ein Stress. Zum Pferdekopfnebel über das Katapult. Strenus Junthor erkunden. Medaillon gefunden. Beim Scannen des Planeten Junthor haben sie eine uralte Langstreckenraumsonde im Orbit gefunden. Tali hat sie gleich darauf auch geborgen und untersucht. Im Laderaum der Sonde fand sie ein Medaillon des Salarianer Ordens. Okay. Ich habe wieder verlassen gesagt, statt herauszoomen. Ich werde es nie lernen. Antitara. Erkunden. Gasvorkommen entdeckt. Helium 3. Dann haben wir Trellin. Trellin gibt's nix. Felsenwelt. Unbevölkerte Felsenwelt. Dann haben wir Xavin. Auch nix in Xavin. Ne. Da ist was. Unbekannt gleich. Thessalgon. Auf Thessalgon gibt's auch nix. Aber da war was Unbekanntes. Scannen. MSV Majesty. Da wollen wir hin.
D-Majesty ist ein menschliches Modularschiff der Kovlon-Klasse wahrscheinlich. Das Schiff ist ein Wrack, alle Abteile sind offen und dem Weltraum ausgesetzt und der Fusionskern leckt. Die Schäden scheinen durch Massenbeschleunigung oder Beschuss anderer Raumschiffe verursacht zu sein. Registrierung, Privatbesitz, Captain Willem. Eine schwache Spur radioaktiver Partikel, wahrscheinlich von einem atomaren Unterlichtgeschwindigkeitsantrieb, hat sie auf die nahegelegenen Planeten Xavin geführt. Okay, Xavin. Jetzt wird es doch interessant auf Xavin. Landen! Landen wir mal auf Xavin. Ich nehme mal wieder die Tali mit. Und diesmal nehme ich den Rex mit. Und es rauscht im Hintergrund. Oh, oh. Oh. Ich habe Xavin nicht gelesen, aber es sieht nach einer Eiswelt aus. So. Schneemäßig. Wird gespeichert. So, Karte. Oh, da gibt's aber viel zum. Hui, oi, oi. Ja, da muss ich ja jetzt eine sehr schlaue Route. Also ich mache da mal so ein Schneckenhaus so rum. Uiuiuiui. Nein, ich will nicht. Ach, zur Normandie zurück. Ich wollte einfach nur zurück. Wow. Ja, Leute, das werden wir alles in dem Part hier nicht mehr schaffen. Aber den ersten Punkt werden wir nur machen. Halt, ich fahre ja da voll vorbei. Auch in der Mulde da drin. Oha. Oha, oha. Ach, nein. Aussteigen, bitte. Artefakt bergen. Uralte Trümmer. Gefunden. Insignie gefunden, dass dieses Fragment erscheint von einem alten Modellfrachter zu stammen. Ein Teil davon ist mit den Insignien des Khati-Außenpostens gekennzeichnet. Khati. Ja, Leute, das war's jetzt mal für diesen Part. Ich würde sagen, den Rest machen wir dann im nächsten auf Xavin. Und rechts unten haben wir eine Superschnapszahl, 444.44. Und mit dieser Schnapszahl verabschiede ich mich dann. Bis zum nächsten Part. Ciao.